Okay, ihr Maden. Ich will es aus erster Hand hören. Welche Abfolge idiotischer Ideen hat eure armseligen Ärsche hierher geführt? Yuriko? Bist du in Ordnung? Psst, spiel mit. Wir haben großen Ärger. Sagt mir alles, was ihr wisst, dann versuche ich, uns hier rauszubringen. Ich sage alles. Aber bitte tun Sie mir nichts. Ich habe Kinder. Es darf nicht zu leicht aussehen. Ihr seid Docs Männer. Harte Kerle, verstehst du? Folgendes wird jetzt passieren. Ich stelle Ihnen Fragen und Sie geben Antworten. Sonst ploppen hier gleich ein paar Augen aus Ihren Höhlen. Es geht los. Warum sind Sie hier? Naja, wir waren gerade in der Gegend und ich sagte, hey, lass uns da reingehen. Und Hasul sagte... Verlogener Mistkerl. Was wird wohl passieren, wenn ich mit dir fertig bin? Ich hoffe, wir bekommen Hausverbot und ich schwöre, wir kommen nie wieder hierher. Echt? Gargoyle begreift anscheinend nicht, dass ich die Fragen stelle, weil ich die richtigen Antworten brauche. Es hilft nichts. Ich muss ein klassisches Verhör durchziehen und die Wahrheit aus ihm rausholen. Hä? Achso, ja. Was hast du angestellt, um solchen Ärger zu kriegen, du dreckiger Haufen von Atomen? Ich schwöre es. Wir wollten nur spielen. Ich bin ein harter Hund. Entweder sagst du mir jetzt die Wahrheit, oder ich schmirgle dein Gesicht an der Wand ab, bis nur noch Staub übrig ist. Bitte, nicht töten! Nehmen Sie den Dämon! Er ist nur ein kleines Mädchen, da schmirgelt es sich viel leichter. Wir waren hier, weil wir besorgt waren, wegen meines Zwillingsbruders, Edgar. Der hat nämlich ein Spielproblem und ich bin nicht er. Ganz bestimmt nicht. Wir wissen, dass Leute mit großen Schulden und Gewinn beiseite geschafft werden und dann in Arresträumen landen. Dasselbe gilt auch für Betrüger, was mein gut aussehender Bruder aber niemals wagen würde. Interessant. Wenn jemand also viel verliert, viel gewinnt oder betrügt, wird er von der Gruppe getrennt und hierher gebracht. Aha. Was werden wir Ihrer Meinung nach mit Ihnen machen? Ich hatte gehofft, wir kommen mit einer Verwarnung davon, weil es doch unser erstes Vergehen ist. Doch, denkst du? Schurke. Tut mir leid. Ich konnte wegen dem ganzen Müll aus Ihrem Mund nicht aufmerksam zuhören. Aber wissen Sie was? Ich finde, Ihr Kopf sieht aus wie ein Ball. Wir könnten diese Idee in die Tat umsetzen. Immer noch besser als die Teilnahme am großen Spiel. Wie bitte? Na, Sie wissen schon. Das große Spiel. Früher sind die Leute einfach verschwunden. Heute enden sie in einem Ring und müssen kämpfen. Man kann damit seine Schulden begleichen, aber die Kämpfe sind brutal. Die meisten verlassen den Ring als Krüppel. Aber die wenigen, die siegen und eine gute Show liefern, werden angeblich von Ricardo Forte persönlich begnadigt. Falls Ihnen das keine Angst macht, sollte ich vielleicht Werkzeug holen und Ihnen ein Engelsgesicht über Ihre hässliche Visage meißeln. Nein, bitte nicht! Diese Visage lieben meine Fans doch am meisten! Ricardo Forte trifft man also am einfachsten, wenn man beim großen Spiel einen klaren Sieg holt. Ich vielleicht genau das versuchen. Egal wie gefährlich es ist. Ja, cool. Zusammen. Sie sagen also, wer betrügt, viel gewinnt oder verliert, kommt in diese Räume. Ja. Und wer in diese Räume kommt, nimmt danach an etwas teil, das als großes Spiel bezeichnet wird. Ja. Und nach einem Sieg trifft man Ricardo Forte, der einen dann begnadigt. Ja. In Ordnung. Das wäre im Moment alles. Wirklich? Wie langweilig. Ich sagte im Moment, bis ich entschieden habe, ob ich Ihren Kopf als Toilette oder als Kotztüte benutze. Warum sind Sie bloß so gemein? Ich werde ein paar Burritos essen, bevor ich zurückkomme. So, was haben wir hier noch? Ah, okay, ja, gucken. Der Löwe da hat einen Ring im Maul. Der Löwe? Okay. Der Löwe hält den Ring ganz schön fest. Ich sollte ihn mit irgendetwas einfetten, um ihn rauszukriegen. Na, da haben wir doch was. Oh. Der Ring ist ganz leicht abgegangen. Nur schade, dass ich kein Olivenöl mehr habe. Das ist schade. Was ist mit euch? Ich habe alles unter Kontrolle. Warte einfach hier. Ich mach den Rest. Ach,
Dein Mangel an Vertrauen in mich ist nicht gerade motivierend. Versuchen mal reden hören, wäre mal cool. Oder? Mir fehlt die Audiospur leider. Also manche kleine Bugs sind schon noch drin in dem Spiel. Erster Tagesordnungspunkt, Doc finden. Und dann suchen wir einen Weg, um Ricardo Forte zu erledigen. Dann aussehen. Wow. Es ist wahr, was man erzählt. Sie können einen Stein erweitern. Tja. Kapiert? Einen Stein erweitern. Ja, ich hab's. Ja. Weil der Gargoyle aus Stein ist. Ja, ich hab schon verstanden. Sehr witzig. Weiter so. Wird gemacht, Boss. Muhahaha, haben wir gelacht. Was ist denn der Tür drin? Verhörraum 2. Nichts Besonderes. Kommen wir vielleicht danach selber hin, irgendwie oder so wahrscheinlich. Quatschen wir mit dem Typen hier, ne? Den haben wir auch noch nicht. Hey, kann ich reinkommen? Nein? Wirst du mich mit deinen Händen zerquetschen, so wie diesen Ball? Dachte ich mir, das könnte sich als nützlich erweisen, wenn ich mal etwas kleiner machen muss. Die Bären? Dicke Wacke. Kannst du diese Steine zerquetschen? Das waren Blaubeeren, keine Steine. Yoriko, du bist echt ein Spaßvogel. Okay, die habe ich aber noch behalten. Interessant. Noch? Okay, super. Hier hinten war irgendwie so ein lustiges Monster. Das würde ich mir gerne mal angucken. What the fuck? Was ist denn da alles? Das ist der Typ da links hinten mit dem Finger auf dem Kopf. So, wen haben wir denn hier? Ein Zauberer. Dieser Zauberer ist blind. Ob ich ihm sagen soll, dass er in die entgegengesetzte Richtung schaut? Ja, komm, kann ich mir irgendwas nehmen? Kämpfen ist keine Lösung. Nee, wollte ich gar nicht. Sorry. So, dann quatschen wir mal. Hallo. Ungläubig, ob der Wunder, die ihr geschaut, nähert sich ein Mitglied des Publikums dem Zauberer. Naja, es ist ja nicht so, als hätte irgendjemand bei deiner Vorführung zugeschaut. Erzürnt, da ihm das Geheimnis des Tricks verborgen bleibt, würdigt der Fan die Beherrschung der Magie durch den Zauberer herab. Und was für Tricks führst du so vor? Der Fan erweist sich als Troll. Er hat die Vorführung nicht gesehen. Ja, es tut mir leid. Und kommt dennoch zur Bühne, um Erklärungen zu erfragen. Natürlich. Kannst du mir einen Trick zeigen oder nicht? Der Troll fordert den Zauberer heraus, nicht ahnend, wie gefährlich es sein kann, völlig überwältigt zu sein. Der Zauberer nimmt die Herausforderung an. Ist mein Ring? Kannst du den Trick mit den Ringen vorführen? Der Zauberer ist gekränkt des Wunsches nach einem derart billigen Trick. Dennoch wird er ihn erfüllen. Und jetzt kann das Publikum sehen, dass alle Ringe ineinander hängen. Ja, das hast du toll gemacht. Kann ich das hey, nehmen? Kann ich diese Ringe mal untersuchen? Natürlich, aber vorsichtig. Sie sind doch Silber. Sie scheinen völlig normal zu sein. Okay, es wird Zeit, sie zurückzugeben. Und jetzt legt der Zauberer die Ringe weg. Okay. Kannst du mir einen Trick zeigen oder nicht? Der Troll fordert den Zauberer. Ich überspringe das kurz. Nicht ahnend wie. Ja, ein Kaninchen. Kannst du ein Kaninchen aus dem Hut zaubern? Ein Hosen. Kinderspiel. Tada! Da ist kein Kaninchen. Ein Mitglied des Publikums kann das Kaninchen nicht sehen. Es handelt sich um ein Zauberkaninchen, das für Idioten. Ah, klar. Wie du meinst.
Das macht natürlich Sinn. So, und jetzt. Kannst du mir ein Tier zeigen oder nicht? Der Troll ja, ist fordert gut. Den Zauberer. Oh Gott. Kannst du jemanden in der Mitte zerteilen? Für diesen Trick benötigt der Zauberer einen Assistenten. Ich könnte dein Assistent sein. Ein Mitglied des Publikums macht einen Scherz. Zumindest hofft der Zauberer, dass es sich um einen solchen handelt. Wie du meinst. Okay, dann haben wir den durch. Mehr zu tun gibt's auch hier gerade nicht. Dann, gehen wir zu den anderen Tischen. Guten Tag. So, das sind dann die... Nee. Doch, Spieltische. Okay. Was haben wir hier? Das ist Medusa. So eine Art Yoda-Verschnitt. Ja, schon ziemlich lustig. Okay, was kann ich hier machen? Ich kann da hinter den Vorhang gehen. Kann mit irgendjemand reden? Ah, ich kann mit den Leuten hier reden. Ich kann mit den allen hier reden, oder? Ja, dann fangen wir mal an. Also, Gentlemen. Reden bringt Unglück. Nein, reden Sie. Die Aufmerksamkeit eines Fremden bringt Glück. Lassen Sie sich bitte nicht ablenken. Halten Sie das Spiel im Fluss. Seit meiner großen Highschool-Liebe habe ich nicht mehr so viele widersprüchliche Anweisungen erhalten. Aber die Geschichte erzähle ich lieber ein anderes Mal. Also, ja? Gentlemen. Reden bringt Unglück. Nein, reden Sie. Die Aufmerksamkeit eines Fremden bringt Glück. Lassen Sie sich bitte nicht ablenken. Halten Sie das Spiel im Fluss. Seit meiner großen Highschool-Liebe habe ich nicht mehr so viele widersprüchliche... Das hab ich ja gerade. Aber ich... Hab so eine... Das kann ich nicht gebrauchen. Was ist das machen, wenn er sie hinlegt? Das kann ich nicht gebrauchen. Warte mal. Ein bisschen rübergehe, sehe ich sie denn besser? Kann ich dann die Karten austauschen? Yeah! Hey, was machst du denn da? Ich gebe dir mein Mojo? Das ist eine gute Hand. Du verscheuchst ihre Energie. Ich war zu langsam. Du hast ja keine Ahnung, wie gut deine Hand ist. Okidoki. Excellent. Okay, Gentlemen, dann zeigen Sie mal alle, was Sie haben. Was sagt ihr jetzt? Ich kriege alles. Du hast eine Hand voller Asse. Und alle davon in Herz. Was? Nein, das kann nicht sein. Und es sind sogar fünf. Oh Mann, du bist der schlechteste Betrüger, den ich je gesehen habe. Nein, Moment. Cool. Ich habe nicht betrogen. Mein Blatt wurde manipuliert. Ich rufe mal die Sicherheit. Nein, warte! Da muss ein Irrtum vorliegen. Sie haben ihn eingesperrt. Gut gelaufen. Ja, wieso ist das jetzt gelaufen? Kann ich jetzt hier irgendwie... Hallo? Lassen Sie sich bitte nicht ablenken. Halten Sie das Spiel im Fluss. Ja, ich würde gerne. Kann ich jetzt? Habe ich jetzt selber Karten? Nee, habe ich nicht. Das ist ja doof. Was ist mit denen hier? Jetzt. Daran möchte ich nicht lecken. Okay. Was ist mit euch? Mit ihm hier? Nee, nix. Okay, dann... Nein. Das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert mit den Karten. Ich habe zwar mir gedacht, dass ich irgendwie was jetzt mit den Karten machen muss, aber... What the fuck? Was zur Hölle, Doc? Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Nee. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Mein Name ist Wilks Mondonga. Lass den Unsinn, Doc. Wir dachten, du wärst bei einem Fall in Schwierigkeiten geraten. Wusstest du, dass der Besitzer dieses Ladens in eine Verschwörung mit Massenmord verwickelt ist? Du spinnst doch! Ricardo Forte ist ein großartiger Mann. Er kümmert sich um kleine Lichter wie mich. Du hast beim Spielen Ärger gekriegt und bist dann hier gelandet, stimmt's?
Hoho! Ich habe absichtlich die falschen Karten gespielt, weil ich meine Stärke in der Arena beweisen wollte. Wir dachten, entweder hat dich dieser Wahnsinnige entführt oder der Geist eines Zigeunerfluss hat dich erwischt. Hoho! Es gibt keine Zigeunerflüche! Das weiß doch jeder! Hä? Komm schon, Doc! Wir holen Gargoyle und Pasul und verschwinden! Selber geschnappt. Aber ich kann hier nicht weg! Heute ist meine große Nacht! Ich werde das große Spiel gewinnen! Lass mich raten! Du hast die ganze Nacht gespielt und Schulden gemacht und musst jetzt dein Leben bei diesem großen Spiel riskieren, um dein Geld zurückzukriegen. Nein, habe ich nicht. Wilks Mondonga ist aus freiem Willen hier. Und dieser Freund von dir, dieser Dog, der würde das auch nicht machen. Denn er ist bestimmt klug und gut aus. Ja, das ist jetzt so. Ich würde jetzt so gern eine reinhauen. Oh, du willst ein Sparring mit einem echten Champion des großen Spiels. Immer gern. Was war ich hier? Ich habe ausgewichen. Okay. Ausweichen. Ah, siehst du? Ich mache keinen Schaden bei ihm. Hallo? Hallo? Fuck. Wie sollen wir das gewinnen? Hilfe? Alter. Okay. Scheiß. Wie soll das gehen? Ho, ho. Wenn du mich beim großen Spiel herausfordern willst, musst du vorher aber besser werden. Das werde ich. Und wenn ich fertig bin, werde ich dir das freigerben. Ich hätte gar nicht gewinnen können jetzt. Okay, alles klar. Ja, das ist ja... Das wollen wir wissen. Was ist hier? Oh, was ist das? Handschuhe. Sicherheitshandschuhe aus Asbest. Entweder stirbst du sofort durch die Hitze oder später an einer schrecklichen Krankheit. Die können wir noch brauchen. Ist das wieder so ein Ring? Der Löwe da hat einen Ring im Maul. Ja, dann nimm ihn dir. Der Ring und der Löwentürklopfer sind verrostet. Und kleben aneinander. Ja, das ist ja kein Problem für unser... Für unsere... Wie sagt man? Wie hat sie gesagt? Unsere Kunst... Der Stemmeisennutzung. Das war die Lösung. Na, gucke. Ah, und jetzt haben wir... Ne, Moment. Ach, der packt die schon zusammen. Guck an. Schau es dir an. So. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas noch Interessantes? Kann man hier noch irgendwie rübergehen? Diablo. Grandi. Cool. Ich möchte eigentlich hier unten lang gehen. Kann ich da noch? Hier ist dann Ende, oder? Endergelände? Ja, okay. Ja, dann, wieder raus, oder was? Ich sehe sonst nichts mehr. Mit den Dingern da hinten kann man. Nee, geht nichts. Ja, geht irgendwo sonst. Dann, probieren wir mal, Damien hat halt wieder seinen Öltag. Probieren wir mal das mit den Handschuhen an dem Ring draußen, ne? Oder? Macht Sinn. Ich glaub schon. Gucken wir mal. So. Müssen wir nochmal raus. Hier ging's raus, ne? Jo. Entschuldigung. So. Ich wollte ja da rein. Ich bin es irgendwie so ein bisschen gewohnt, immer so mit Inventar und so. So. Er ist auch in meiner Jacke noch warm. Cool. Jetzt haben wir drei Ringe. Lassen Sie mich rein. Jawohl, natürlich. So. Jetzt. Ah, klar. Jetzt haben wir auch drei Ringe. Jetzt kannst du der Zauberer das mal zeigen.
Hallo. Kannst du mir einen Trick zeigen oder nicht? Der Troll fordert den Zauberer heraus, nicht ahnend, wie gefährlich es sein kann, völlig überwältigt zu sein. Der Zauberer nimmt die Herausforderung an. Oh, ich glaube, ich weiß, wo die Reise hingeht. Kannst du den Trick mit den Ringen vorführen? Die Ringe sind ja aus Silber, die ich jetzt hier habe. Wunsches nach einem derart billigen Trick. Dennoch wird er ihn erfüllen. Und Dork ist ja ein Werwolf. Und was mögen Werwölfe nicht? Wir alle wissen und es. Jetzt kann das Publikum sehen, dass alle Ringe ineinander hängen. Silber. Jetzt nehmen wir die drei Ringe. Und versuchen die irgendwie. Geht das? Hey, kann ich diese Ringe mal untersuchen? Ja, sehr geil. Aber vorsichtig, sie sind aus Silber. Das Spiel gibt dir ja auch immer Tipps mit diesen. Sie scheinen völlig normal zu sein. Fett hinterlegten Worten. Es wird Zeit, sie zurückzugeben. Diese Ringe sind zu groß. Sie müssen kleiner sein, damit ich sie richtig benutzen kann. Und jetzt legt der Zauberer die Ringe weg. Ja, also das war jetzt sehr offensichtlich. Schade, das hätte ich gerne rausgefunden eigentlich, weil das war jetzt sehr offensichtlich. Kannst du das kleiner machen? Danke. Das bekomme ich. Was soll das jetzt sein? Ah, ja, dann, haben wir jetzt hier ein ja, damit können wir Doc besiegen letzten Endes, oder? Täusche ich mich? Guck mal. Ah, ich habe noch eine Idee, warte mal. Lass mich mal hier reingehen, weil da müsste jetzt doch der andere Typ drin sein.